Ja, herzlich willkommen zu unserem vierten Teil KiCad Tutorial 5.0.2. Als Beginn wieder ein kurzer Rückblick auf das, was wir im Teil 3 gemacht hatten. Wir hatten uns unterhalten über das Konvertieren von Bitmaps zum Importieren. Wir hatten uns angeschaut den Calculator. Hier verweise ich insbesondere auf die Berechnung von Leiterbahnen. Das ist also sehr wichtig, um hier auch, wenn man mal mit größeren Strömen oder Spannungen arbeitet, entsprechend saubere Leiterbahnen berechnen zu können. Man sollte sich hier mal diese Tabelle zu Gemüte führen hinsichtlich der Abstände, wenn man mit höheren Spannungen arbeitet. Und hier kann man berechnen für HF-Anwendungen die Leiterbahnbreite. Wenn es dann also mal mehr als normale NF-Frequenz sein muss oder soll, dann kann man sich das hier berechnen lassen. Das gleiche gilt für die RF-Dämpfungsglieder. Ja, und hier nochmal der Hinweis auf verschiedene Farbcodes. Wie gesagt, RF-Dämpfungsglieder, die Striplines und die Leiterbahnbreiten sind eigentlich so hier die drei wichtigsten Reiter, mit denen man sich beschäftigen sollte. Und wir hatten uns über das Page-Layout hier unterhalten, womit man hier also unseren Schaltplan-Layout etwas anpassen kann, wer das möchte oder muss. Ja, oder einfach dazu eine persönliche Note haben möchte für seine Schaltpläne. Der kann das also dann hier drin ändern, und ich hatte ganz wichtig darauf verwiesen, sich hier mal das Handbuch dazu durchzulesen, denn wie gesagt im letzten Tutorial, die einzelnen grafischen Elemente, die man hier verwenden kann, müssen immer alle relativ zu den Papieraußenkanten hier gesetzt werden, einfach weil dieses Layout hier auf verschiedenste Papierformate skaliert werden muss und deshalb überall immer relativ werde da zueinander. Das macht die Sache nicht ganz einfach. Der eine oder andere hat es ja im letzten Video sicherlich schon bemerkt, und wenn er es probiert hat, werdet ihr sicher feststellen, dass das also nicht so leicht umzusetzen ist und man dann doch etwas umdenken muss. Das war also das letzte Video, Nummer 3, und wir wollen uns heute mit dem Gerber View beschäftigen. Darum soll es heute gehen. So sieht er also aus. Und ich werde hier schon auf weitere Videos auch vorgreifen. Der eine oder andere wird auch sehen, warum wir hier beim Video 1 verschiedene Ordner angelegt haben. Auch das werde ich dann noch einmal zeigen. Und wir haben also hier diesen Editor oder Viewer, um es besser zu sagen. Auch hier gibt es wieder ein Benutzerhandbuch. Auch das empfehle ich mal zu studieren und mal ein bisschen rumzuprobieren. Dann haben wir hier einige Tools, wo wir hier also Lagen entfernen können, uns den Dateiinhalt anzeigen lassen. Hier wird dann unser Notepad++ aufgehen, wenn ich das nachher zeige. Deswegen haben wir es auch eingestellt, damit wird das auch vielleicht etwas deutlicher, sich das mal hier anzeigen zu lassen. Ja, dann haben wir hier die Deko, das kann man auflisten lassen. Wir haben hier wieder die üblichen Optionen, und wir benutzen hier mit dem beschleunigten Grafikmodus. Wer diesen Editor das erste Mal startet, wird also feststellen, dass er gefragt wird, Grafikkartenbeschleunigung einschalten, ja, nein. Man sollte das tun, wenn man einen modernen Rechner hat, um dann hier auch diese Anzeige und Darstellung etwas zu beschleunigen. Man kann aber auch entsprechend hier wieder mit den Funktionstasten zurückschalten. Ja, die Sprache bleibt auch wieder Deutsch. Man kann hier die anderen auswählen. Und in den Optionen kann man jetzt hier verschiedene Ansichten wählen bzw. verschiedene Einstellungen vornehmen. Ganz interessant ist hier unten eigentlich zum Beispiel die Darstellung von Polygonen, das heißt also beschichteten Flächen auf Leiterplattenlagen. Wenn die gefüllt sind, kann das unter Umständen sehr schnell unübersichtlich werden. Und
Das kann man hier also dann auf diese Umrissdarstellung umschalten. Das werde ich nachher auch nochmal zeigen. Ja, und dann haben wir hier noch verschiedene diverse andere Darstellungsmöglichkeiten oder die man hier ausprobieren kann. Ja, das dazu. Die Ansicht hier, das ganze normale hinein, heraus zum Raster ein, ausblenden, die Einheiten. Ja, und dann verschiedene Differenzmodi, die man hier mal durchprobieren kann. Wozu brauchen wir diesen ganzen Gerber-Viewer? Das ist ganz interessant, wenn wir mal unsere Gerber-Dateien erzeugt haben, um hier auch mal schnell prüfen zu können, denn das sind ja die Dateien, die dann beim Le oder beim Platinenherstellen genutzt werden, um auch zu prüfen zu können, hat alles funktioniert, ist das alles so richtig, wie wir das uns vorgestellt haben, und auch das hilft dabei natürlich dann hier eine Platine zu erhalten, wenn man sie denn herstellen lässt, die dann auch das tut, was sie soll und nicht am Ende in der Mülltonne landet, bloß weil man da irgendwo was vergessen hat. Ja, dann wäre hier zum Schluss noch zu erwähnen, dass man diese Gerber-Dateien auch wieder zurückkonvertieren kann in in eine Leiterplattendatei von KiCad. Allerdings bemerkt das Handbuch dazu, dass das nicht so einfach ist und dass nicht alles meistens richtig zurückkonvertiert wird. Also ich rate davon ab, aus Gerber-Dateien sich da wieder ein Projekt oder eine Leiterplatte zu erstellen zu wollen. Das geht sehr wahrscheinlich schief. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Ja, ich denke, wahrscheinlich ist man schneller, wenn man einen Schaltplan zeichnet und die Platine neu erstellt. Gut, wir brauchen als nächstes natürlich Gerber-Dateien, die wir noch nicht haben. Deshalb habe ich mal hier aus einem Projekt habe ich mir hier aufgerufen. Und ich öffne mir mal hier die dazugehörige Leiterplatte. Das ist also eine Leiterplatte, die in der Lage ist, mit einem Arduino Nano vier Leistungsrelais anzusteuern. Und die versorgt wird über ein sechsadriges Kabel, über eine Spannung von 24 Volt, die dann hier über ein Converterboard, also über einen Step-Down-Wandler auf die 5 Volt konvertiert wird. Und diese Platine ist also abgesetzt von einer Zentrale und kommuniziert hier über RS-485 Protokoll mit dem Master. Und da haben wir hier nochmal so ein Breakout-Board installiert auf dieser Platine, wo also eine Konvertierung von den seriellen Daten RXD und TXT hier in das RS-485 Protokoll stattfindet, und damit ist also diese Platine bis zu 1000 Meter von der Basis absetzbar, fernbedienbar, und man kann hier gewisse Dinge steuern. Das war mal ein kleines Projekt, was ich da gemacht hatte, um also abgesetzt etwas zu steuern. Diese Platine, wie gesagt, noch da, und wir wollen uns unsere Gerber-Dateien erzeugen. Ich greife da auch mal schon vor. Wie erzeugen wir Gerber-Dateien aus dem KiCad heraus? Wir gehen hier auf Plotten. Und jetzt sehen wir hier oben schon, ich habe es hier schon aus dem Versuch vorher eingegeben, den relativen Pfad zum Ordner Gerber. Man kann ihn hier auch entsprechend auswählen. Auch das würde jetzt gehen. Unseren angelegten Gerber-Ordner. Wozu ist der gut? Wir haben hier unseren Projektordner für diese, wo unsere Platinen oder unsere Platinen und KiCad-Dateien drin sind. Wir könnten jetzt theoretisch, wenn wir, upsala, das war jetzt unbeabsichtigt, wenn wir jetzt also hier nichts eintragen würden, würde er automatisch den Projektordner nutzen. Das führt dann dazu, dass ihr in diesem Projektordner irgendwann eine riesige Anzahl von Dateien habt. Und so ein Gemischtwarenladen auf gut Deutsch. Und ihr könnt dann, müsstet dann von Hand diese ganzen Gerber-Files da raussuchen. Gerade wenn man zum Beispiel diese Gerber-Files an einen Leiterplattenhersteller versenden möchte, geht das schief, weil irgendwann vergisst man mal eine und kriegt dann eine Platine, wo dann irgendwas fehlt. Deshalb, wir tragen hier oben ein unseren Ordner Gerber, den wir hier zum Ausdrucken
dieser Gerber-Files nutzen wollen. Wir stellen hier oben entsprechend Gerber ein. Wir könnten jetzt theoretisch auch PDFs erzeugen, DXFs, SVG-Formate etc. Wir wollen Gerber machen, sonst können wir mit unserem Gerber-Viewer das nicht anzeigen lassen. Weiterhin erzeugen wir als nächstes mal hier eine Bohr-Datei. Auch die als hier in den Ordner Gerber. Wir wählen hier die Standardeinstellungen Exelon. Man könnte jetzt auch theoretisch Gerber 2 experimentell nutzen. Wir lassen das alles mal hier so, wie das eingestellt ist. Und drucken die Bohr-Datei. So, das hat er hier also gemacht. Dann gehen wir auf Schließen. Und wir wählen mal hier für uns als Gerber-Files die Kupferoberseite, die Kupferunterseite. Und wir möchten noch den Edge-Cut dazu haben, also den Platinen-Außenumriss und unsere Bauteil-Umrandungen oder ja, Umrandungen für die jeweiligen Bauteile auf der unteren und oberen Seite. Das soll es mal hier an dieser Stelle gewesen sein. Wir drucken das Ganze und damit sind die Gerber-Dateien eigentlich schon erzeugt. Und wir können jetzt hier nochmal reinschauen in den Ordner Gerber und wir sehen also hier unsere Gerber-Files. Ja, wir schließen hier den Leiterplatten-Editor. Brauchen wir jetzt erstmal nicht zu speichern. Und gehen zurück in unseren Viewer. Jetzt kann ich hier oben mit dem Button Drilldaten auswählen, mir aus dem Ordner Gerber hier diese Drilldatei aussuchen. Und wir sehen also, hier werden jetzt die ganzen Bohrlöcher eingefügt und das liegt hier grün auf der ersten Lage. Ja, als nächstes führen wir hier mal die ganzen anderen Lagen ein. So, jetzt sollte der das auch gemacht haben. Wir sehen jetzt hier rechts die einzelnen Lagen von 1 bis 6. In der Lage 1 wird also unser Drill-File dargestellt. Danach kommt dann die beiden, hier das Copper-Layer, die Ober- und die Unterseite, der Edge-Cut und die Bauteil- Umrandungen von den oberen und unteren oder Bauteilen auf der oberen und unteren Seite. Ja, wir können jetzt unsere grafische Lage 7 ist jetzt die Lage, die als erste hier oben angezeigt wird. Das sehen wir hier. Wenn ich jetzt möchte, dass meine, zum Beispiel meine untere Kupferseite oben angezeigt wird, kann ich das entsprechend hier umstellen. Ich kann jetzt auch hier auf der rechten Seite durch das Häkchen entsprechende Lagen an- und abwählen, um mir meine Darstellung etwas besser oder übersichtlicher zu gestalten. Und was ich weiterhin kann, ich kann jetzt also auch hier zum Beispiel nochmal umschalten auf die Drill-Oberfläche und ihr seht, also jetzt werden hier die Löcher oder die Bohrungen als erstes oberste Schicht angezeigt und alle anderen 6 belegten Ebenen sind dann eben darunter dargestellt. Jetzt stellen wir fest, wir haben hier verschiedene Farben. Wer diese Farben, das kann also durchaus von Interesse sein und zwar dann, wenn man sich jetzt hier ein Netz anzeigen lassen möchte. Ich kann mir also jetzt hier verschiedene Verbindungsnetze anzeigen lassen. Wenn ich das jetzt hier mal anklicke, sehen wir, dass hier eigentlich etwas hell werden sollte, was es aber nicht tut, weil diese Farbe von der Darstellung der Netze liegt hier also relativ nah beim Grau. Und dadurch entsteht also diese Situation, dass das hier sich recht schlecht sichtbar ist. Ich kann also diese Farbe, diese Lagenfarbe hier ändern, indem ich einen Doppelklick auf das auf den Color-Button mache, der da vorsitzt, also hier auf den Color-Button, oder ich wähle mit rechts an und ändere der Lagenfarbe. Ja,
Ich kann dann hier mir frei eine Farbe wählen. Es gibt noch ein paar vorbelegte Farben. Ich nehme hier einfach mal so ein Grün, zack, klicke das an. Und wir sehen, dass wir also hier unsere Farbe damit für diese Ebene geändert haben. Ja, weiterhin, ich hatte es bereits erwähnt, haben wir, ich möchte noch mal umstellen. So, haben wir hier diese gefüllten Kupferflächen. Das macht natürlich die Sache sehr unübersichtlich gegenüber den Lagen, die weiter hinten liegen. Deswegen können wir hier also in den Optionen, ich hatte es bereits angesprochen, Polygone als Umriss darstellen lassen. Ich stelle das hier entsprechend mal um, wähle OK und jetzt werden also diese Polygone hier, die gefüllten Kupferflächen als Umrisse dargestellt. Ich kann hier mit dem Mausrad entsprechend rein oder raus scrollen aus meiner Platine und ich lege jetzt als nächstes nochmal die Bohrdateien nach die Bohrdatei als erste Lage, als oberste Lage an. Damit werden also hier die Bohrlöcher eingefüllt und wir sehen schon, wenn wir also irgendwann einmal eine Leiterplatte in die Produktion geben wollen, ist das eigentlich schon mal ein sehr guter Schritt, um hier schnell mal zu prüfen, passen denn meine Bohrungen alle zu den entsprechenden Pads? Oder ist hier schon was schiefgelaufen und eine Bohrung passt hier nicht mehr, überdeckt sich oder. Und das kann ich also dann hier zum Beispiel schnell prüfen, ob das alles soweit passt. Oder ob es hier Verschiebungen gibt oder Probleme, die ich dann entsprechend beheben müsste. Ja, das wäre das nächste. Können wir hier uns mal verschiedene Boards auswählen. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel diese Umrandung. Das sind also alle Bauteile, die auf der Platine verbaut werden sollen. Die werden also hier, kann ich sie auswählen und mir entsprechend darstellen lassen. Und ich sehe auch entsprechend hier gehighlightet die dazu notwendigen Pads. Ich kann dann auch entsprechend prüfen, sind hier meine Leiterbahnen alle angeschlossen und ist das also richtig verdrahtet. Das ist die nächste Möglichkeit, die ich hier habe. Entsprechend hier meine Dioden, Widerstände, Relais, Jumper, alles, was also an Bauelementen auf der Platine verwendet wurde, kann ich dann mir hier entsprechend markieren und kann das dann eben auch prüfen, ob hier alles sauber angeschlossen ist. Und so kann man sich dann so Stück für Stück peu à peu durch die ganzen Bauelemente durcharbeiten. Das gleiche gilt für die Netze. Also hier zum Beispiel das 5-Volt-Netz auf der gesamten Platine sehen wir hier, wird also, wenn ich das anwähle, die gesamte Leiterbahn markiert und etwas heller dargestellt. Und hier sieht man auch jetzt, ich mache mal, wenn ich jetzt was anderes wähle, sieht man das. Die Farbe, wie gesagt, ist also sehr an dieses Grau angelehnt, deshalb auch hier vorhin in einem vorhergehenden Schritt die Umstellung auf eine andere Farbe für das Layer, denn sonst ist das hier vom Kontrast her so schlecht dargestellt, dass man das deutlich schlechter erkennt. Ja, also ich kann also, wie gesagt, hier jetzt mein 5-Volt-Netz komplett verfolgen. Und das ist also markiert. Ich kann also dann hier nachgehen und mir das anschauen und sagen, jawohl, hier sind alle Leiterbahnen ordentlich und korrekt angeschlossen und die Vias sind vorhanden, auch die Via-Bohrungen sind entsprechend vorhanden, etc. etc. Auch hier kann ich mich jetzt wieder peu à peu durch die gesamte Platine hindurcharbeiten und sehe dann, was hier angeschlossen ist oder was nicht angeschlossen ist und kann eventuell mögliche Fehler erkennen und dann auch beheben. Das ist ganz wichtig, denn wie gesagt, Platinen kosten Geld und wenn sie dann für nichts und wieder nichts im Müll landen, ist das dann eher suboptimal. Ja, dann kann man hier verschiedene Attributskomponenten gleich als Ganzes vorheben lassen. Das heißt also alles, wo hier Konduktoren drin sind, in diesen Netzen, die werden dann automatisch markiert oder SMD-Pads. Das heißt hier alle SMD-Pads werden dann hier hervorgehoben und markiert. Ja, kann man sich mal durchspielen. Wie gesagt, wichtig sind eigentlich hier die Komponenten und die Einzelnetze.
D-Codes, auch hier kann man sich wieder einiges anzeigen lassen. Eigentlich aber hier in dem Fall nicht ganz so interessant für die Arbeit. Was ich hier noch zusätzlich prüfen kann, ich wähle mal hier die ganzen Elemente ab. Ich wähle nochmal an die Edge Cuts und die Bauteilumrisse. Einmal für die Oberseite und dann sollten wir sie hier unten noch für die Unterseite einstellen. Auch diese Ansicht hier ist nicht ganz verkehrt, denn wir sehen also, unsere Bauteile haben sogenannte Außenumrisse, die ihre Größe darstellen. Und wir sehen also zum Beispiel hier eine relativ enge Stelle, die durchaus dazu führen könnte, dass bei der Montage der Platine es hier zu Problemen kommen kann. Wie gesagt, deswegen sind diese Umrisse hier relativ wichtig. Sie sollten sich nicht überschneiden, denn ansonsten haben wir dann definitiv ein Problem. Auch das ist eine Ansicht, die man wählen sollte, um hier schnell zu erkennen, passen denn meine Bauteile auch auf der Platine ordentlich zusammen. Ich werde in einem der nächsten Videos auch nochmal zeigen, wie man das dann nachher mit einem Ausdruck macht und die Bauteile dann wirklich auch mal vielleicht auf die Platine auslegt, auf diesen Ausdruck auslegt, um dann festzustellen, passt das alles oder verdrängen sich hier Bauteile gegenseitig. Das ist dann ein fataler Fehler, wenn alles soweit passt, aber dann die Bauteile hier irgendwo gegeneinander stören. Ja, das war also hier unser Gerber View und damit soll es das für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich. Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Bitte hier das Benutzerhandbuch mal durchgehen. Hier sind noch einige interessante Hinweise. Wichtig sind hier, wie gesagt, die Punkte, Komponenten, Netze. Und wir können hier über die Buttons bzw. über das Menü Datei entsprechend unsere O-Datei einlesen und die entsprechenden Gerber-Dateien. Ja, was ich noch machen kann, das hätte ich fast vergessen. Ich kann mir jetzt also hier den Dateiinhalt anzeigen lassen. In dem Fall war das jetzt hier der Dateiinhalt dieser Lage, die hier als erstes ausgewählt ist. Und jetzt haben wir hier auch mal schön gesehen, warum wir hier unseren Notepad++ bzw. den gewünschten Editor eingestellt haben, denn auch hier sehen wir wieder in KiCad alles Textdateien und ich kann mir hier also mal schnell, ganz schnell auch mal den Inhalt von so einem Trill-File als im Editor anzeigen lassen und das Not oder unter Umständen auch hier eventuell mal etwas editieren, wenn das denn nötig sein sollte, setzt natürlich voraus, dass ich weiß, was ich tue an dieser Stelle. So, aber damit bin ich durch für heute. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren vom Gerber Viewer und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Tom.